Im Osten der Ukraine wird weiter schwer gekämpft. Wie die ukrainischen Streitkräfte mitteilten, wurden in der Region Donetsk mehrere russische Angriffe abgewehrt. Zudem habe man im Süden erneut eine strategisch wichtige Brücke über den Fluss Dnipro bombardiert, um den Nachschub für die russischen Truppen zu stören. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Unterdessen ist die Sorge um das umkämpfte Atomkraftwerk Saporischschja weiter groß. Bilder des russischen Verteidigungsministeriums. Sie sollen die Folgen von Raketenangriffen auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja zeigen, das seit März von russischen Truppen besetzt ist. Russland macht die Ukraine für die Angriffe verantwortlich. Gegen 12.40 Uhr gestern beschossen ukrainische Einheiten der 44. Artilleriebrigade das AKW Saporischschja aus der Nähe von Maganetz am gegenüberliegenden Ufer des Kachowka-Stausees. Eine Hochspannungsleitung sei beschädigt worden. Heute Morgen hatte Russland zunächst mitgeteilt, der Betrieb laufe wieder normal. Am Mittag dann die Information, die Stromproduktion sei nun gedrosselt worden. Der Betreiber der ukrainischen Kernkraftwerke beschuldigt Russland, das Kraftwerk angegriffen und vermint zu haben. Präsident Selenskyj fordert die internationale Gemeinschaft auf, lautstark zu reagieren. Keine Nation der Welt kann sich sicher fühlen, wenn ein terroristisches Land ein Atomkraftwerk angreift. Gott bewahre, dass etwas Irreparables passiert. Und niemand wird den Wind aufhalten, der die radioaktive Verseuchung verbreitet. Die Vereinten Nationen warnen mit deutlichen Worten. Jeder Angriff auf ein Kernkraftwerk ist selbstmörderisch und ich hoffe, dass diese Angriffe aufhören werden. Russland verweigert der Internationalen Atomenergiebehörde bislang den Zugang zum Kraftwerk. Deren Generalsekretär Grossi hatte am Wochenende vor einer sehr realen Gefahr einer Atomkatastrophe gewarnt. Wie sicher ist das Atomkraftwerk in Saporischschja? Antworten auf diese und weitere Fragen rund um Reaktorstandorte in der Ukraine finden Sie bei uns auf tagesschau.de.